Ja, hi und willkommen, mein Name ist Anor Londo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia, die Definitive Edition. Ja, wir sind jetzt wieder hier in diesem Gebiet. Wir sind vor der riesigen Brücke, die hier noch steht. Und ja, ich habe, bevor ich hier reingekommen bin, noch mal kurz eingekauft. Und ich habe natürlich wieder, stimmt, ich habe aus Versehen irgendwie das gibt hier angeklickt und muss dann noch mal laden. Ich habe mir wieder ein paar Teile Getränke und magische Augen geholt, damit wir hier noch ein bisschen aushalten mäßig, so Gegenstände mäßig. Und ja, wir gehen dann jetzt mal weiter, ne? Ich konnte mir außerdem ein paar coole Sachen neu erstellen hier mit den Grimm-Clown und den großen Zahn des Löwens. Hat noch gerade so gereicht, mir eine anstehende Anzahl von Sachen zu holen, ne? Das große Buch der Katzen zum Beispiel oder hier in dem Biesterkönig. Was ein besseres Accessoire ist in jedem Bereich. Ich meine, guckt euch mal hier, weiß nicht, das hier gibt P-Verteidigung, P-Angriff, P-Verteidigung und Verteidigung, magische Verteidigung, alles höher als alle anderen Klamotten, die ich bisher habe. Einzige, was nicht gibt, ist magischer Angriff und da brauche ich mit Repeat nicht. Also ja, das ist schon mal, hat sich schon mal gelohnt hier allein wegen diesen Dingen hier. Und ja, mit Patty konnte ich noch eine Waffe kaufen, herstellen. Noch irgendjemanden, glaube ich, nee, doch nicht, doch mit Repeat konnte ich eine herstellen, aber da hat nicht gereicht. Da brauche ich, glaube ich, noch eine Grimmklaue oder einen großen Zahn, keine Ahnung. Und ja, wir gucken jetzt mal Skit an. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Skit ist, und zwar hier, nee, hier. So, ich habe nämlich 90% aller Objekte hier gefunden und ich nehme an, das ist eine Anspielung darauf. Also ja, fast geschafft. Nervös. Man will zwar dann quissen. Okay, ich wollte schon sagen. Nein, das ist nur, damit Rita nicht sagen muss, dass sie Unrecht hatte oder so. Ich habe keine Ahnung, jetzt hier am Boss kommt, deswegen nehme ich mal Repeat rein zum Klauen, weil schon hier bei Objekte sind. Und ja, ja, ich habe so für irgendwas passiert hier, wenn ich reingehe. Ist ja schon der erste neue Gegner. Zum Glück bin ich noch mal zurückgegangen, um einkaufen zu gehen. Und ihr nennt mich verrückt, ey. Das ist falscher Knopf. Mein Gott, wo habe ich denn? Da, boah, mache ich doch die ganze Zeit. Magisches Auge auf Riesenmantis. 63, ja, die werden schon direkt stärker. Gott verdammt, lass mich klauen. Einige Objekte habe ich noch gar nicht gefunden. Stimmt. Ich brauchte noch irgendwie, weiß nicht. Windfächer bei euch. Kriege ich da bestimmt auch irgendwas hier, ne? Boom. 13. Was ist mit diesen Angriff los? Der ist so stark, ne? Von fest einen mächtigen Stoß. Der ist irgendwie so stark, der Angriff. Allgemein diese Stichangriffe, ja, okay, das ist jetzt mir so ein Angriff, ne? Wenn der daneben haut, dass der gar keinen Schaden, nehme ich mal, das irgendwie so ein Drawback, ne? Ich meine, der Angriff ist auch voll stark, da muss ich da mal einer an, ne? Das heißt nur ein einziger Angriff, ne? Wie Metall, Teufelssichel, Teufelssichel ist die neu. Mein Interesse ist wieder gesunken. Ne? Ne. Jetzt noch kurz umgedreht. So was? Ich muss sowieso nach links, sehe ich gerade. Das ist eine Truhe. Ah. Was ist das hier? Das wäre eine Tür. Das erinnert mich ja voll an Anor Londo aus Dark Souls. Ja. riesigen Gebäude und so. Boah, ich schwör, wenn ich hier irgendwo mal so ein Objekt finde, ne? So eine Waffe oder so, die ich gerade hergestellt habe, ne? Boah. Also wenn ich jetzt hier, weiß nicht, Biesterkönig oder großes Buch der Katzen oder Schwertbrecher oder Geminio hier irgendwo finde, ne? Nachdem ich die hergestellt habe, ne? Dann gehe ich an der Decke. Das macht das Spiel doch immer so. Zitronengummi benutzen erstmal. Zitronen ist KP, ne? 3 Stück, 1, 2, ja, mal 2. Das sieht echt aus hier wie Anor Londo. Nur halt nicht die Monstern hier mit, die Monster hier mitgezählt, ne? Mein Dark Souls hat auch Monster, aber nicht riesige Heuschrecken. Dogma des Krieges. Dogma, ich verstehe. Wegen Schlacht hast du es drauf, diese Waffe zu führen. Dogma, versteht ihr es? Das hat Hund im Namen. Dogma des Krieges ist noch nicht mal stärker. Mal bei während des freien Laufs seltenen Treffer von dem Taumeln. Ist er fast so gut wie das, was Yuri hat hier Rom, ne? Nur das halt hier, weiß ich nicht. Während des freien Laufens ist es bestimmt auch voll teuer, ne? Sieht man jetzt nicht direkt. So, da oben ist ein neues Monster. So, was sollen diese ganzen Türen, wenn ich hier nicht rein kann? Du, guck mal her, das ist wie ein Pokémon. Das ist wie ein Traumfugie. Das könnte die zweite Entwicklung von Traumfugie sein. So, hysterischer Purpur. Hysterie resistent. Oh nee, nicht so was. Okay, ich mache richtig Schaden. Schlitz. Oh, das war aber sehr wenig. Gebet, schau mal was. Oh. Ja, er rennt schon wieder weg. Sehr geil. Geisterfragment, das habe ich schon. Damit kann ich ihre Angriffe nicht ketten mit irgendwas. Nee, irgendwie nicht. Also man kann irgendwie so veränderte Arzt gar nicht ketten. Kann natürlich, boah, ist nur ein Stich und wenn ich den daneben haus, kacke. Aber wenn er trifft, dann sticht das. Ja, macht er nicht mal annähernd Schaden. Verdammt. Oh. Die TP sind auch gleich schon weg, ey. Ja, wenn man Judith irgendwie selber spielt, irgendwie, das geht nicht so. Ich finde auch, die Charaktere greifen irgendwie zu langsam an, wenn denn nicht gerade der Hauptcharakter bist. Das war irgendwie in jedem anderen Tales auch Spiel auch so. In den früheren jedenfalls. Tales of Symphonia, aber ne. Okay, da war eigentlich auch kacke. Jeder Charakter war irgendwie voll langsam. Voll langsam angegriffen. Lloyd hatte irgendwie so einen Angriff, er hatte sich einfach nur mit seinen Schwertern gedreht, er war ja voll kacke. Wenn er an irgendjemand anderen gespielt hast, das geht überhaupt nicht. Wenn du Presea gespielt hast, welche ich gerne gespielt habe, ne, die ist so langsam gewesen, das war es doch gar nicht erst wert. Oh, jetzt bin ich hier drin. Super. No, nee. Keine Ahnung, in dem Spiel merkt man, dass das auch noch irgendwie so der Fall ist. In Tales of Exilia und Graces, da haben sie halt ein bisschen geändert, da ist jeder Charakter, wenn du, oh, cool. Ja, also ab Tales of Graces war irgendwie jeder Charakter brauchbar, wenn du wusstest, wie, sogar die, die jetzt nicht so für einen Angriff irgendwie ausgelegt sind, so wie Pascal oder Malik. Das stört mich so ein bisschen an den älteren Tales auch Spiel. Die Hauptcharaktere sind immer voll stark und dann, weiß ich nicht, versucht jemand anderen zu spielen, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, Tales of the Abyss war doch auch ein bisschen besser. Natalia war gut. Ja, wenn du Jade versucht hast zu steuern, boah. Na, ich habe vergessen schon wieder aufzubrauchen. So, ich habe diese eine Kugel übrigens gerade vermasselt, falls ihr jetzt gesehen habt. Wir uns noch hier erstmal um. Ah, und da oben sind auch Kugeln in diesen Hologrammen. Das ist klar. Kann ich da nicht einfach nach vorne irgendwie schießen und dann wieder rein pfeffern? Seltene Stiefel, ja, glaube schon, ne? Ja. Da kann ich nicht einfach so, ja viel einfacher so. Warum mache ich mir eigentlich hier so schwer? Stylish Points. Spinning. Stylish Points. Also Blade 49, eine der ersten Let's Play, die ich je gesehen habe. So, hier kann ich aber nicht so rüber schießen, ne? Nee. Dann gehen wir mal da lang. No. Ich weiß, hier hätte sich ein bisschen besser angeboten, aber es war schon wieder so offensichtlich. Vielleicht hätte er nicht geklappt, keine Ahnung. Ja, geht auch so. Joink. Eine riesige Murmelbahn. Echt gute Zivilisation von damals. Warum machen die so was? Ja, nicht keine Zeit irgendwie. Viel zu viel Zeit, meine ich. Aha. Warte mal, bist du neu? Nee, ne? Okay, was? Warte mal, kann ich erstmal gucken? Kann ich jetzt wieder zurück zu dem einen Ding? Sehe ich das von hier aus? Ah, ich kann zurück. Ich habe mich da nämlich noch nicht so umgeschaut, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was war, aber ich gucke trotzdem. Ich gucke. Bin ich so ein Knopf oder was? Jetzt richtig gut. Das sind bestimmt hier alles so Abkürzungen, ne? Diese blauen Teleporter-Dingen oder Fahrstühle sehen ja aus wie so Fahrstühle. Hey, da hinten Kingdom Hearts in dem Fenster, weiß nicht. Jetzt sieht es aus wie dort herzlosen Symbol, so ein ganz kleines bisschen. Also nur weil wir nicht hier rüber klettern müssen, muss ich hier so ein blödes Rätsel machen. Also im Kampf, da springen wir irgendwie hier durch die Gegend und so. Hier, warte mal. War ein anderer Angang. Hier war ein Ausgang. Oh. Ah. Rotes Basilikum. Oh, ich kann die Dinge einfach hier pflücken. Cool. Weißt du, nur weil die ungeschriebene Rolle, dass wenn der Wand irgendwo im Weg ist, du nicht rüberspringen kannst oder rüberklettern kannst, im Weg ist, müssen wir irgendwie so riesige Umwege geben. Man guckt euch das hier an. Ne. Ja, so ein kleiner Spalt, über den könnte ich hier rüber hüpfen, ne? Ja, weil das hier ein Rollenspiel ist, geht das nicht. Es geht nicht. Also im Kampf, da springen sie durch die Gegend irgendwie. Patty kann mit einer Rakete irgendwie wie in den Orbit hineinfliegen. Also sobald ich hier irgendwo rüber klettern oder Rolle springen muss, das geht nicht. Das ist zu viel verlangt. Warum machen Rollenspiele das? Oh. Ein Heilspeicherpunkt. Was ist es denn möglich hier? Den tun wir mal in Anspruch nehmen, würde ich sagen, ne? Schön. Wer weiß, was jetzt auch passiert, ne? Das ist schon sehr verdächtig. Hier kommt jetzt irgendwas, ne? Abseits kommt nicht schon direkt der finale Boss oder so, ey. Dann wäre die Dungeon ja viel zu kurz gewesen und weiß nicht. Perseus. Reinkarnation erreiche bei der Wiederbelebung manchmal das Überlimit, aber Wiederbelebungszauber und Objekte können fehlschlagen. Echte Kritschform nach dem Einsatz einer mystischen Art. Okay. Na. Uff. Geht. Ich habe gesagt, für dieser Checkpoint. Dieser Speicherpunkt ist mehr so eine Art Checkpoint jetzt gerade. So ein kleines Erholungsdingen, so ja, übrigens hier schon so weit gekommen. Ja, jetzt brauche ich kein Spezialpunkt, jetzt bin ich voll geil, du. Ich nehme es trotzdem, damit es jemand anders haben kann. Vielleicht fährt sich hier irgendwie so ein armer Schlucker irgendwie. Warum sehe ich jetzt offen? Denkt sich, oh, ich bin so weit gekommen, aber ich bin so am Ende. Ich bräuchte jetzt hier so ein Gummi, um mich hochzuhalten. Dann finde ich die Truhe und die ist leer. So ein Pisser, wie ich hier vorbeigekommen bin und das einfach ausgenommen habe, obwohl ich das gar nicht brauche. Also ich bin ja eigentlich voll, ne? Also habe ich das wahrscheinlich aufgehoben und dann direkt weggeschmissen. Das ist ja voll unsozial. Okay, hier ist keine Musik, hier ist Gott. Ich werde so was von ihr zu einer guten Gruppe wechseln. Rita, boom, komm rein. Wer ist das? Wer ist das? Ist das Zagi? Gott, verdammt. Warum? Das ist Zagi, oder? Du bist ein bisschen verändert. Du hast gerade gesagt, Sieg heil. Sieg heil. Ne. Okay, dann komm mal her. Erstmal analysieren, würde ich sagen, ne? So, 62 schaffen wir schon. Natürlich geht er auf mich los. Hey, rotes Bohnenkraut, okay. Muss ich ja eigentlich locker schaffen, ne? Hat irgendwie was. Ich weiß, die sagen was, aber ich verstehe es sowieso nicht. Also sind da keine Untertitel oder so. Hat irgendwie was von dem Kampf gegen, weiß ich nicht, gegen Sync aus Tales of the Abyss. Einer meiner Lieblingscharaktere in dem Spiel, von den Bösewichten jedenfalls. Also von den Bösewichten definitiv. Nur hier sind irgendwie sehr viel weniger Klimatik weil irgendwie niemand den ernst nimmt, habe ich so das Gefühl in dem Spiel. Ja. Ich wollte mich eigentlich noch kurz hochheilen, aber habe ich keine Zeit mehr für gehabt. Alter. Okay, da ist eine Menge Schaden. Oder auch nicht. Komm mal her. Aber der haut mich, Ich brauche Heilung. Ich mache es noch so. Ich lasse drauf ankommen. Ah. Danke. So. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt noch mal drücken? So, komm mal her. Dann komm mal her. Mystischer Art. Aktiviert. Hup. Warum hat jetzt nur 3 Treffer? Ich habe jetzt hier dutzende Mal auf den drauf gehauen, ne? Verstehe nicht, wie das funktioniert mit den Ketten hier. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, über das ganze Spiel hinaus hat den irgendwie niemand ernst genommen und ja, das ist einfach nur so ein Irrer hier, der uns die ganze Zeit verfolgt. Ich glaube, die wollten irgendwie so ähnlich wie Sync machen. Na, ich bin daneben gerutscht. Ja, ich finde den Charakter überhaupt nicht interessant, ey. Dabei stehe ich normalerweise auf so Leute, die irgendwie voll eine Macke haben im Kopf. Aber der Typ ist ja wortwörtlich immer nur aufgetaucht, so ja, ich bringe mich um. Boah. Habe ich gerade voll Bock drauf. Und sonst hat er ja nichts gemacht irgendwie. Tankt hat einfach. Er kriegt sowieso seine mystische Art raus, ja. Also das ist irgendwas, was ich ein bisschen doof fand in diesem Spiel. In den meisten Tales of Spielen ist es so, der Gegner geht in sein Überlimit und du hast sogar noch eine Chance, den irgendwie, weiß ich nicht, davon abzuhalten, seine Mystikart einzusetzen, wenn du schnell genug warst. Aber egal, was du hier machst, ne, Gegner kriegen immer ihre Mystikart noch raus, egal ob du die angreifst oder nicht. Die werden die immer einsetzen, immer. Du kannst nichts dagegen machen. Bin ich ein bisschen doof gemacht hier. So, Ananasgummi. Der hat wahrscheinlich wieder eine geheime Mission, aber ich kann ja die Storybosse immer wieder bekämpfen, also kann ich das ja nachholen in Namco Banda Island. Der Typ ist auch irgendwie nicht so stark, ne? Ich glaube, ich bin schon ein bisschen überlevelt für den. So, schon immer diese schwarzen Strähnen hier vor deinem Gesicht. So, jetzt brauche ich ein bisschen Heilung, sonst gehe ich nämlich drauf. Boom. Das Problem ist, ich kann auch nicht mal von dem wegrennen und irgendwie den davon abhalten. Ja, der trifft mich, egal ob jetzt jemand in der Nähe ist oder nicht. Ja, der Typ erinnert mich irgendwie an den Accelerator von Index hier. Wie heißt er? To Aru Majutsu no Index, ne? Weil weniger interessant. Und ich habe die Serie noch nicht mal gesehen. Ich kenne den Accelerator, der Typ mit dem weißen Haaren, den schwarz-weißen Hemd war das, glaube ich, ne? Zum Pulli, der Krücke später. Der Typ ist badass, aber der hier, ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Ich hau den jetzt einfach schnell kaputt und ja, mach mal weiter im Text. Nichts sagen, ne? Brauche ich so viel? Ich werde auch nicht mehr so viele Dinger brauchen. Ne? Ich habe schon wieder 3 Dinger. Boom, 10.000. Der kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen, weil wir ihn einfach bombardieren mit Angriffen. Ne? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu stark. Naja, blöd ist, der kann so oder so seine Dings einsetzen, seine mystische Art, ja. Ja, was ich mache. Ich kann es nicht abrechnen. Ja, oh Gott, Rita hat keine TP mehr. Hier. Aber Estelle hat ja immer noch genug TP. Na, guck mal. Da wie meine Treffer einfach abgebrochen werden. Ja, voll unfair, ey. Also ich habe hier so 20, 30 Mal auf den drauf gehauen, aber keine Ahnung. Bin ich auch voll blöd gemacht. Mein Gott, der ist ja voll im Eimer, ey. Wow, warum ist denn das schon wieder direkt weggegangen, ey? Na, schon wieder. Schlitz. Ja, ist gleich weg. Überhaupt kein Problem, ey. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter. So ein ganz kleines bisschen vielleicht. So, krieg dich kaputt, bevor du einen abziehst. Komm. Na. Dreck, du. Der hatte auch eine geile Mission, ne? Ich habe keine Ahnung, was die war. Oh, ich bin tot, ehrlich. Okay, irgendwie ist niemand gerade am Leben. So, boom. Weg, bisse. Selbst die Charaktere sind so, boah, dieser Typ war ja voll sinnlos, ey. Dämonensiegel. Na, Energieschub. Alle bis auf Flynn haben Level up. Gut, langsam holen wir den ein. Auch nicht im Kopf. So, jetzt bringt den noch mal irgendjemand um. Ja. Irgendwie haben wir jetzt nicht viel über den erfahren, also ist jetzt nicht so, als weiß er nicht. Würden wir jetzt Mitgefühl zeigen können oder so. Wir sind einfach aufgetaucht jedes Mal. Ja gut. Ja, keine Ahnung. Das Ende von Zagi. そんなもんなのかね。ドンにはベリウスという対等の友がいたっしょ。レイブン、たまに難しいこと言うよね。あ？すげえ渋くてイカすコメントしたのに、そりゃねえよ少年。まあ、お宅らは大丈夫だな。いいダチ持ってるから。Na gut, also nicht. Erfahrungspunkte mal 2 physische Beschwerden während des Kampfs. Ach, das ist genau das. Und ich mir gedacht hätte, wenn wir irgendwann kriegen, so, jetzt haben natürlich alle mehr Fertigkeitspunkte, 3 Stück. Damit werde ich mich jetzt aber nicht auseinandersetzen. Was haben wir denn hier? Nichts. Vielleicht doch. Okay, da gehen wir aber nächstes Mal weiter. Sieht, weiß nicht, das sieht irgendwie hart optional aus. Ich gehe jetzt erst einmal, ich hole mir schon mal die Truhe hier, weil, warum nicht. Dann gehen wir noch mal kurz zurück zu den Heilspeicherungen und heilen uns hoch. Effekt: die Ring, ein Ring mit einem gewirrten Teufel reduziert jeglichen Schaden um 50%. Okay, cool. Zeig mal. Ich habe alles so andere coole Sachen gerade ausgerüstet, also nicht. Vor allem die Sachen, die mir mehr Geld am Ende des Kampfes geben, das finde ich am Ende wichtiger, als wie stark ich irgendwie im Kampf bin oder so. Naja, wie gesagt, keine Ahnung, ich mochte Zagi irgendwie nicht. Ich meine, was hast du bei Zagi irgendwie, weiß nicht. Der ist wortwörtlich jedes Mal aufgetaucht. Da, der hat sich doch verändert. Guck mal, wieder jetzt. Guck mal, wie der da jetzt aussieht. Und schon sagen, der sah doch nicht so aus. Der sah vollkommen kaputt aus am Ende. Ja, dieser Namen, den hat er natürlich noch nicht gehabt vorher. Weil ich solche irgendwie, weiß ich nicht, Mitleid mit dem Typen haben oder so, keine Ahnung. Das hat wortwörtlich nichts über den herausgefunden. Nee, der ist immer aufgetaucht. Oh, ich bringe mich um, Yuri. Dann haben wir ihn auf Fresse gegeben, dann ist er wieder abgehauen. Dann ist er wieder aufgetaucht, haben wir wieder auf Fresse gegeben, dann ist er wieder abgehauen. Nee, dann haben wir ihn wieder auf Fresse gegeben und ja, wir haben ja nichts über den herausgefunden, gar nichts. Also, soll ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen, jetzt, dass ich den umgebracht habe? Also, nee, haben sie irgendwie, weil nicht. Gar nichts. Ich fühle gar nichts jetzt, als ich den erledigt habe. Wie gesagt, er hat mich so ein bisschen irgendwie an Sync erinnert hier. Das er auch oft bekämpft und der war ja Spoiler der letzte Kampf vor dem finalen Boss. Und ja, weil das war viel krasser bei dem irgendwie. Erstmal war der viel stärker als hier dieser Kampf, aber wahrscheinlich liegt nur daran, weil ich jetzt überlevelt bin. Aber Syncs Story war irgendwie viel interessanter auch. Wie gesagt, da war mein Lieblingsbösewicht in den Tales of the Abyss. Also ja, Zagi Teil 2. Und der Fakt, dass hier die ganzen Charaktere auch einfach zu sagen, boah, der war voll nervig. Warum war der überhaupt hier? Ja, schon wieder irgendwie so. Ja, der war voll traurig und so. Ja, davon habe ich leider nichts gemerkt. Ich habe nur immer gemerkt, jo, ich mache euch alle kaputt. Warte mal, da verstehe ich jetzt nicht. Das sieht jetzt auch hart wichtig aus wieder. Richtig meine ich, nicht wichtig, also wichtig sieht das auch aus, aber auch das sieht hart richtig aus. Und hat er nicht gesagt irgendwie, ich soll dass sein Arm irgendwie hier mit oben mit so einem Siegel verbunden ist. Also geht's doch hier dann storymäßig weiter, oder? Was ist dann dieser Ort da unten? Warum bist du denn jetzt dahin gelaufen? Das wäre eine Tür gewesen. Oh, mein Dings ist. Ich glaube, ich gehe erstmal da unten in das andere Gebiet über. Ja, nicht. Vielleicht hat er eine Gaststätte oder so. Und ein Shop. Und ein finales Dungeon. Kalatbolk. Hi, du bist bestimmt nicht stärker als was ich jetzt habe, ne? Was ein Schwert, oder? Ja. Kalatbolk. Spezialfähigkeit plus. Ups. Das einmal pro Combo eine veränderte Art, ein zweites veränderte Art folgen. Ach so, weil Flynn die Fähigkeit schon hatte. Ja, ich kann zwei, oder ist ja nicht schlecht, ich kann zwei veränderte Arts dann miteinander einsetzen. Weil auf der linken Seite, was konnte ich da runter? Ich gehe jetzt erstmal zu diesem verdächtigen Häuschen, was da ist, oder Burg, Schloss, was, keine Ahnung. Sieht nämlich sehr verdächtig aus. Ich musste das Ding ja kaputt machen, also weiß nicht, wenn man storymäßig hier den Ring die ganze Zeit hatte, dann hätte man das zum Beispiel gar nicht kaputt machen können. Das heißt, dieser Bereich hier ist optional, ne? Oder? Also was ist hier? Sieht auf jeden Fall sehr episch aus. Oh, Berserkerärzt. Wollten Kriegsgott sind sich verloren. Unsprechliche Macht. So, ich dachte, ich könnte irgendwo rein. Neue Waffe für Flynn. Berserker ist sogar stärker als was er jetzt hat. In allen negativen Staaten beträchtlich. Vorübergehend die physische und magische Verteidigung in 5 Staatsbewirkte Tonne. Ein zweiter Kandidat. Cool. Ich dachte, das wäre eine Dings gewesen. Ist schon Teufelswaffe. Ich weiß, glaube ich, heißen die überhaupt so? Nee, ne? Cool. Ja, gut. Ich habe jetzt echt gedacht, hier wäre noch nicht so eine finale Dungeon, optionale Dungeon oder irgendwie so was. Aber ne, gute Waffe für Flynn. Stark ist die 720, 620, 740. Ich glaube 777 war die andere Waffe, die ich sonst mit ihm ausgerüstet habe, ne? Also ja, wir sind übrigens sehr viele Gradmäler, sehe ich gerade. Ich weiß, ich mag's mal schnell. Carol, weil warum nicht? Und Raven und Judith. Flynn kommt hier überhaupt nicht zum Zug in dem Spiel. Ich will ja nur der, weiß ich nicht. Ich sollte mal irgendwie töten oder so. Und dann irgendwie hochleveln, weiß ich nicht. Dann könnte ich irgendwie sicherstellen, dass der irgendwie, ja, ich glaube, das mache ich sogar auch. Sonst sehen wir ja überhaupt nichts mehr von dem, bevor das Spiel zu Ende ist oder so. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich lasse den verrecken, damit er keine Erfahrungspunkte mehr bekommen kann. Und dann lasse ich die anderen einfach aufholen, ne? Es war eine sehr primitive Art, irgendwie hier zu leveln, aber besser als nichts, ne? Ja. Sonst wird er die ganze Zeit, wenn ich ihn im Team habe, dann wird er immer wieder weiter leveln und seinen Vorsprung immer weiter ausbauen. Und ja, ich weiß, das ist sehr dämliche Denkweise, aber so denke ich leider. Also ja, Energiestar, Antimagie, perfekte Erholungsangriffs- und Verbesserungsmagie wird annulliert. Okay, weiß nicht, ob mir das gefällt. Da ist Heilzauber, kann sie nicht mehr. Was weiß denn dann der Vorteil? Resistenz gegen alle Zaubereffekte, Erholungsangst, also sie ist immun gegen alle Magie, kann sich aber auch nicht mehr heilen, weil auch Heilmagie und so annulliert wird. gibt bestimmt Situationen, wo das nützlich sein kann, aber ich sehe es jetzt nicht. Ja, hier ist ein Kack, vielleicht ein Gegner ja irgendwann so stark, dann kannst du, weiß ich nicht, der ist die ganze Zeit irgendwie Zauber am Spam oder so. Ich weiß nicht, Überlimit haut die ganze Zeit direkt Magie aus und ja. Aber Problem ist, dann wird ja nur sie geschützt, ne? Na. Kann sie trotzdem noch andere heilen oder neue Gegner? Du bist eine Schildkröte mit einem so Turtok? Zitronengummi, Ananasgummi. Ne, machen wir erstmal die Gegner hier platt, ne? Was ist das hier? Lass mich raten, die ganzen Teleporter sind jetzt aktiviert. Nö, schade. Was haben wir hier? Oh ja, haben wir neue Gegner. Komm mal her. Komm mal her, du. Magisches Auge. Toge des Nadel. Naja, ich steuere Carol. Die Kämpfe werden jetzt nerviger, habe ich so das Gefühl. Weil Yuri dieses ich werde nicht taumeln von jedem Angriff Effekt hat und Carol nicht oder kein anderer Charakter. Dann naja. Sie kann noch Magie einsetzen, ne? Also nehme ich mal an, wenn sie Heilmagie einsetzt, dann werden die anderen geheilt, aber sie nicht. Ne? Irgendwie so. Boom. Ich hack den Schwanz ab. Was machst du dann, ne? So, komm mal her. Also ja, ich noch mal kurz nochmal nachdenken, wo nochmal Angriffe für ihn waren. Mein Gott, wie viel hältst du aus? Schlitz. So. Die Axt sieht aber cool aus. Ey. Infinitus, ne? Ist die, glaube ich. Wie ist eine Sackgasse? Und geht's denn so weit? Geht's denn so weit nach vorne? Boom. Von hier aus getroffen. Habt ihr den gesehen? Aber dann gehen wir noch mal zurück. Ich habe so ein Gefühl, ich bin ja schon, weiß ich nicht, auf dem richtigen Weg. Wird aber blöd hier, wenn ich, weiß ich nicht, hier mal rein und raus gehen. Ne? Ich will eigentlich schon. Oh, hier ist eine Truhe. Wie habe ich denn die verpasst? Lass mich erstmal gucken. Boom. Ach so, ja, die waren da. Na, jetzt wollte ich doch. Na, egal. Ist doch egal. So, gegen dich habe ich gekämpft. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Wir haben zwei Wege. Bitte sag mir, du führst mich in eine Sackgasse. Na, jetzt kämpfen wir erstmal gegen dich. Komm mal her, du. Gehen wir mal neue Gegenstände, die ich noch nicht habe. Hammer Golem. Oh, ich habe eine Axt, um diesen Hammer zu spalten. Oh, Dreck. Ja, du triffst mich nicht, ich bin so klein. 10.000 Schaden. Ey, was? Okay. Gott. Ah, nee, das ist ja, mein Angriffskraft wurde erhöht. Was machst du jetzt? Hm. So, doch, sie kann sich irgendwie noch heilen. Aber wenig. 137 hat sie, glaube ich, sich geheilt. Und Judith hat irgendwie 700. Okay, keine Ahnung. Na, boah, ich bin da reingerollt. Ich halte uns mal, ne? So, boom. Ja, ich hätte geblockt. Na, ich vergesse dauernd. Ich will mich nicht genesen. Hi, Estelle. Ich bin in den Bildschirm reingelaufen. Pass doch mal auf, Mädel. So, Plastium-Erz und so. So, sag mir jetzt eine Sackgasse, bitte. Komm schon. Gib mir eine Sackgasse, Baby. Gib sie mir. Ich sehe da jedenfalls eine Sackgasse. So, diese Schildkröten haben wir auch noch nicht bekämpft. So, bitte sag mir, da ist eine Sackgasse. Ich glaube, da ist eine Sackgasse. Da ist eine Sackgasse. Ausgezeichnet. Was? So, Yuri, komm. Hätten mir wenigstens eine Schildkröte geben können. Ne? Wir sind jetzt hier weniger Gegner, als wenn ich die in normalen Krieg umgegnen würde. Ich dachte, da wäre ein Hinterhalt. Aber hey, wir sehen mal Flynn. Na komm hier, Flynn. Ein bisschen Action, wenn es schon Kampf drin ist. Guckt euch mal den an, ey. Voll badass. Gut ist, ich habe bei Flynn irgendwie die meisten Angriffe. Er hat ja fast die gleichen Angriffe wie Yuri. Ich habe die meistens alle in der gleichen Stelle hingepackt. Oh, das klang schmerzhaft. Oh, Schwertring Alpha, ich liebe diesen Angriff. Glücksobjekt, Inspektor, reizendes Ziel. Ach, hier ist noch ein Dings. Aha. Okay.